umfassend und akribisch. Ein Licht erstrahlt. Ein Licht haben wir schon mal erhalten. Und ein weiteres Licht. Ja, mal sehen, welches weitere Licht machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, Yashi Matahimes Prüfung. Das wäre dann jetzt die nächste Prüfung, die wir dann machen müssten. Wo ist denn die nächste Quelle? Ah, da drüben. Die nächste Quelle des Lichts in der Nähe des Tempels der ewigen Nacht. So, der Augenblick für die nächste Prüfung wäre dann jetzt also mal gekommen. Die Prüfung Yashi Matahime kann dann also gleich beginnen, sobald wir dann, sag mal, wieder ins Licht hinabgestiegen sind. Ein Licht bewacht von einer Drachenechse. Und, ja, hallo, bringt ihr mich bitte mal nach oben? Hallo, wieso hat das jetzt... Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Müssen wir erstmal wieder mal den hier besiegen? Und seine Kameraden? I will have order. Solidify. Illusion shattered. Okay, das wäre eigentlich wirklich ziemlich umständlich, wenn wir jedes Mal diese verdammten Echsen hier besiegen müssen, bevor wir erst sagt zur Prüfung gelangen können. Retribution. Judgment. Stabilize. Order guide you. There is no escape. Verdict is. Judgment. Okay, das Ganze wäre in der Tat ein bisschen zu umständlich. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Aber aktuell sehe ich, er sagt hier kein anderes Vorgehen. Oder war unsere Ausdauer zu Neige gegangen, was ich nicht gesehen habe? Vielleicht nicht gesehen habe. You can't run. Light. Aber das könnte ja immerhin auch noch der Fall gewesen sein. Illusion shattered. Judgment. Verdict is. Shine down. Solidify. I will have order. Torn to oblivion. Tja, auf jeden Fall hätten wir jetzt erstmal unsere nächsten Gegner zu Fall gebracht. Dann hätte er sowieso noch eine weitere Schatztruhe geöffnet. Höchstwahrscheinlich waren wir ja aus dem falschen Winkel in die Seifenblase gekommen.
Ja, es war höchstwahrscheinlich der falsche Winkel gewesen. Die Wassergeister hatten also keine richtige Chance, um zu greifen. Also gut. Nächste Reise von Ort zu Ort. Durch das Wurmloch zur nächsten Prüfung. Ja, möge die nächste Prüfung sogleich beginnen. Nach einer leckeren Miso-Suppe. Jo, nach einer leckeren Miso-Suppe beginnt die nächste Prüfung. Ich bin einer der letzten Jibachiri, Eki, Recke von Sangonomia. Ich erkenne die Ehre deiner Herausforderung an. Ich werde die Prüfung der Aufmerksamkeit durchführen. Bitte mach dich auf den Weg, um alle Rätsel zu lösen und die Flammen der hohen Pforte wieder an ihren Platz zurückzubringen. Das Schlachtfeld ist ständig in Bewegung. Die einzige Möglichkeit, die Situation und alle Variablen zu erfassen, besteht darin, ein Ohr am Boden und ein Auge in alle Himmelsrichtungen zu haben. Ach, das erscheint mir jetzt noch ein bisschen anstrengend. Yachimata Himes Prüfung. Ja, scheint mir jetzt doch zu Anfang ein bisschen anstrengend. Warte mal, das kann doch jetzt hier irgendwie nicht richtig sein. Aber jetzt gleich zu Anfang einen Tag-Nacht-Wechsel durchzuführen, wäre doch ein bisschen unwahrscheinlich. This is order. There is no escape. Now you shall perish. Ha! Ha! Illusion shut. Shiver. Gather. Ach, das Ganze soll jetzt nun wirklich ein bisschen lächerlich. Und viel zu langwierig. Oh, das ist doch nervig. Okay, einen Wassergeist haben wir schon mal erledigt. Den zweiten dann ebenso. Würde dann gerne Wassergeist Nummer 3. Okay, kann los. Wenn der Sack nicht richtig kämpfen will, dann schauen wir doch mal, was hier ist. Thank you.
Okay, im Grunde genommen. Warte mal, ist das überhaupt eine Geisterflamme? Wieso sage ich hier erst überhaupt Geisterflamme dazu die ganze Zeit? Na egal, jedenfalls ist es nicht notwendig, die Geister zu bekämpfen. Es ist wirklich keine Notwendigkeit, die Geister zu bekämpfen. Es ist eher eine Notwendigkeit, hier das Ganze ein bisschen... Oh nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. Wie kommen wir, sagt er jetzt rauf? Okay, von einer erhöhten Position aus. Außerdem gäbe es hier auch noch irgendwo. Eine weitere Flamme. Ja, wir müssen vor allem eines sein. Aufmerksam. Solidify. Also gut, nur eine Geisterflamme. Ja, ich sag, er sagt trotzdem Geisterflamme dazu. Nur eine Flamme fehlt, er sagt jetzt noch. Ja, genau, eine Flamme fehlt. Wo genau habe ich die jetzt übersehen? Okay, mal etwas genauer reinschauen. Okay, noch mal reinschauen. Irgendwo in der Nähe des Geisterturmes also. Ach, ich Idiot. Nicht irgendwo in der Nähe des Geisterturmes, genau hier.
Tja, damit hätten wir jetzt also auch hier alle Flammen eingesammelt und das ging jetzt auf alle Fälle irgendwie ein bisschen schneller als im letzten Part. Naja, im Grunde genommen muss ich jetzt hierbei auch keine Rätsel lösen. Ich musste jetzt einfach ja bloß die Orte herausfinden, wo wir die Flammen finden können. Und das an sich war jetzt ja nicht das Problem gewesen. Du hast die Prüfung mit Bravour bestanden. Ich, einer der letzten Jibashiri. Eki, erkenne hiermit deine Tapferkeit an. Du bist so scharfsinnig, dass du sogar einen Aal im Winter fangen könntest. Was soll das bedeuten? Zur Zeit der Aufzucht sind die Jungtiere der Unagi noch sehr, sehr klein. Man muss sich konzentrieren und die Augen zusammenkneifen, um sie zu sehen. Tja, schön. Dann können wir sogar einen Aal im Winter fangen. Gut, dann fehlt jetzt also bloß noch eine Mission. Dann hätten wir diese Prüfung absolviert. Jetzt kommt Kunados Prüfung. Okay, mal sehen, was denn jetzt gleich als nächstes passieren wird.